Giga Dynamax Mauzi. Lootbox! Mauzi! Es glitzert! Aber es ist nicht shiny. Uff. Yo! Ich habe mich dazu entschieden, das Mauzi fürs erste Mal zu holen. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich es ins Team nehme. Da könnt ihr auch vielleicht mitentscheiden. Ihr könnt auf jeden Fall mal Argumente geben, ob ich es behalten soll und warum ja und warum nein. Wir wissen Bescheid. Jo. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall erstmal, falls ich es brauche. So, wir gucken mal, welchem Level ist es überhaupt. Ist es zu stark? Es ist erst Level 5, okay. Es ist weiblich. Okay. Aber ja, geheilt habe ich, ne? Ah ja, willkommen zurück zu Pokémon Schild. Nur so nebenbei mal gesagt. Was gibt es hier? Was ist das? Einen Namen bewerten, Attacke ändern, eine Attacke vergessen. Okay. Hier kann man also den Namen ändern im Pokémon Center. Guten Tag. Was kann man hier kaufen? Pokebälle? Nein. Nicht mal Pokebälle kann man hier kaufen. Okay. Okay. Irgendwo kann man noch Klamotten kaufen. Ich weiß noch nicht wo. Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Okay. Dann verrat mir doch mal, in welchem Monat du geboren hast. Geburtstag hast. In welchem Monat? Der Monat ist Oktober. Und an welchem Tag? Den 26. Aha, okay. Dein Geburtstag ist also am 26.10.? Ja. Wenn du am 26.10. Geburtstag hast oder geboren wurdest, dann wirst du... Also du... Hä? Was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die sind doch so dreckig, das kann ich doch kaum noch lesen. Wo waren wir gerade? Ach ja. Dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Megaglück. Es kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. Haha, nur Spaß. Oha, der hat mir einfach richtig getrollt. Ja, so sieht's aus. Tschüss, dein Mann, sieht dich. Okay. Super. Verschwindet einfach. Cool. Einfach abhauen. Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Das Haus am See ist am Ende der Straße. Morgens weckt mich mein Pokémon auf, abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Ah, da sind Klamotten, geil. Ich habe gehört, dass Deleon einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Naja. Hallo, wie wäre es mit einem paar frisch gepflückten Beeren? Nein, danke. Okay. Vollwoll! Geiles Pokéball! Eine Pokepuppe. Eine hübsche Puppe. Sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Das stimmt. Warum leuchtet die Blume da? Seht ihr? Sie leuchten irgendwie. Na egal. Wenn man mit seinem Pokémon gemeinsam ist, schmeckt alles doppelt so gut. Okay. Ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Let's go. Ich bin wichtig. Lol. Wusstest du, dass hier der Laden andere Sachen verkauft? Also die Artikelwahl ist hier schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Okay. Wenn du was gekauft hast, dann kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Und wo kann ich kaufen? Guten Tag. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Oh, seht ihr das da oben? Man kann sogar drehen. Man kann... Ups, nein. Man kann... Wie gehe ich dann nach... Ah! Nein, es gibt keine Kleider. Was gibt's denn so? Bis wie... Okay. T-Shirt, was haben wir denn gerade? Ich habe das an. Kein T-Shirt, aber hier eine Jacke. Könnte ich theoretisch anziehen. Und dann... Warte. Das haben wir an, ne? Ja. Aber eine Jacke kaufen? Das sieht nice aus.
Hose könnten wir uns eine holen, aber dann geht das Kleid nicht. Obwohl, wir können einen Rock holen. Dann brauchen wir noch ein Oberteil. Welche Röcke gibt's denn? In welchen Farben? Oh, pink ist cute. Egal, ich lasse erstmal das Kleid an, würde ich sagen. Socken, wen jucken denn Schuhe und Socken, Alter? Ja, ich... Es gibt momentan hier noch fast gar nichts. Hey, echt wenig. Ich würde sagen, ich lasse es fürs Erste. Ja, Einkauf beenden. Sorry, aber es ist momentan noch nicht ansprechend für mich. Lull. Okay, machen wir weiter. Sag mal, Maike, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena-Challenge? Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delion könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Kiki. Oh ja, das Spiel ist schon super. Bisher. Zwischen Sanya und Delion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Okay. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebte es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Nice. Speichervorgang. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Ja, das stimmt, Alice. Alles richtig, eine 1. Das Haus der Professorin erkennt man auch von weitem an seinem violetten Dach. Stimmt. Ja, das ist sogar die Kamerasperspektive. Cool. Das ist, finde ich, cool, wie die so runtergeht. Keine Ahnung. Mhm. Route 2! Hey, Maike! Ja? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich's dir. Falls nicht, erkläre ich's dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delion? Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Maike. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ach, die hat mir das einfach heimlich mitgeschmuggelt. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fängt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Oh, ich dachte, die hauen einen ab. Okay. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte neuerdings. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wartet's nur ab, ich werde 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Jojo. Oh, oh, nein! Nein, die Steuerung. Los, Wolli! Egal, ist nicht so schlimm, wir können ja trainieren. Was kann Wolli eigentlich so? Süße. Tackle, Heuler, Einigler, nichts. Das können wir noch ändern. Ah, ist gut. Ich bin wenigstens zu schwach. Ich glaube, ich nehme einfach Memion mal rein. Und wir werden Mautzi auch noch auf jeden Fall benutzen. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass wir das bis zum Endgame im Team haben werden. Weil ich glaube, ich werde es nämlich irgendwann rauswechseln. Aber bisher bleibt es noch im Team. Yeah. Damit ich euch auch mal zeige.
vielleicht kann ich so am Ende des Let's Plays noch wenig trainieren, so offscreen oder sowas. Auf mich zu beißen. Aua! Blödian, ich klaps dich. Ab in die Klapse mit dir. Zack. Ach, alle kriegen Erfahrungspunkte. Ja, okay. Dann sagt mir das doch. Okay. Aber ich finde, sowas sollte man anderen ausschalten. Für die, die es halt schwerer haben wollen. Wisst ihr, was ich meine? Aber komm, lass uns wenig trainieren, damit die anderen noch ein paar Level-Ups bekommen. So ein, zwei Level-Ups sollten schon drin sein. Ich will jetzt nicht nur Memion vorziehen. Nur ich hab gerade nur Memion die ganze Zeit draußen, weil Memion am stärksten ist und es dauert sonst zu lange. Deshalb habe ich ihn gerade draußen. Für die, die schon weiter mit dem Spiel sind, sind alle bestimmt schon viel, viel weiter als ich. Aber wie findet ihr das Spiel? Wie findet ihr das Spiel so bisher? Ich bin seltsam, was ist mit mir? Das könnt ihr mir ja gerne reinschreiben. Soll ich den Pokédex voll füllen? Was meint ihr? Ich bin mir dann nämlich noch nicht sicher, ob ich das will. Ich könnte es machen. Ich könnte den jetzt einfach einfangen, wenn ich will. Aber ich will halt nicht im Team haben. Sonst denkt man immer, ich habe den im Team. Habe ich aber nicht. Komm, ich fange ihn mal. Warum nicht? Ich habe so viele Pokebälle. Wir haben so verdammt viele Pokebälle. Das ist krass. Okay, die Spannung ist viel höher als sonst tatsächlich. Ein Maiko. Maiko ist süß. Und cool vor allem. Richtig cool das Viech. Level Ups. Nice. Nice. Badam. Das Pokémon ist echt cool. Irgendwann werde ich auch eine extra Folge machen, wenn ich den Pokédex voll habe und euch die Namen vorlesen. Was bist du? Das ist ein Fuchs? Oh, ein Fuchs! Ein Klepti-Fuchs! LOL, ein Klepti-Fuchs! Welchen Typ ist der? Steht nicht. Bitte, das sind nicht Feuer. Das sind niemals Feuer. Nee, dachte ich mir. Als ob der Feuer ist. Das wäre ja dann Vulpix 2.0. Das wäre ja langweilig gewesen, Nintendo. Aber haben die nicht gemacht. Business Game Freak, was auch immer. Ich fang's mal ein. Haben wir auch viel Glück? Ja, wir haben viel Glück. Kleptifuchs. Ich mag den Namen auch. Der ist schnell zu sagen und eigentlich ganz cool so. Jetzt leveln nur die anderen mit, aber egal. Ist dann nur mehr so. Das sieht cool aus. Ups, das wollte ich nicht. Sorry. So, wen hatten wir noch nicht? Dich da hatten wir noch nicht. Und es konnte aus dem Gras gehen? Hm. Was bist du denn? Was ist das denn? Ach so, das! Kamihubs! Wir kennen ja schon alle die Weiterentwicklung. Das ist anscheinend die Babyform. LOL. Wie das aussieht, das Gesicht. Leute, schaut euch das Gesicht an. Okay, es ist auch Wasser, also hat es uns gebracht. Wir fangen es mal ein. Zack. Für die Leute, die kein Pokémon gefangen haben und hier jetzt das Tutorial sehen mussten, könnt ihr mir sagen, also das Fangen Tutorial. Könnt ihr mir sagen, ob das Pokémon geschwächt hat? Weil dann wäre es ein gutes Tutorial. Weil in den meisten Spielen da schwächen die das einfach nicht. Die fangen es einfach. Wow. Micro, ja, ist mir egal. Ich habe Micro noch nicht im Team. In diesem Spiel nicht leider. Kamihubs. So, aber das Eichhörnchen, das brauchen wir noch. Das Eichhörnchen in meiner Hose. Was? Ei. Gute Dach. Ich fange dich kurz mal ein, ja? Ist das cool? Ja, das ist cool. Hui. Hui, hui, hui. Aua. Pokéball, go! Das war vielleicht ein wenig unpassend, aber egal. Und? Yes! Da, da, bam, 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 boom.
Cool, cool. Erstmal noch keine Spitznamen. Nee, nee, ich will es nicht im Team haben. In eine PC-Box. Okay. Der will auf mich zu kommen. Ich lasse es erstmal. Lassen wir es erstmal. Wir gehen mal weiter. Gibt's hier noch neue? Öh, was ist mit dem los? Der hat so Flammen auf sich. Oder was war das? Das waren keine Flammen. Was war denn das? Habt ihr doch auch gesehen. Der hat so viele Striche auf sich. Ist er besonders? Ist er cool auf einmal? Was ist denn mit dem? Wisst ihr da mehr? Wird das noch gesagt? Ah, man sieht hier auch das Symbol. Neben der Lebensanzeige bei ihm. Das Pokéball-Symbol. Dann weiß ich zumindest immer, ob ich die gefangen habe oder nicht. Weil ich will alle fangen. Ich will den Galadex vollfüllen. Ja. Zumindest soweit es geht. Nice. Level up so die beiden. Mauzi Level up. Und Micro. Nice. Aber für Mauzi freut mich mehr, weil den habe ich ja im Team so wirklich. 140 Watt? Hä? Was ist mit dem hier? Der hat auch so. Hä? Die haben solche Strahlen auf sich. Ist es Watt? Wofür brauche ich Watt? Geht irgendwann mein Rotom kaputt und dann brauche ich Watt, um den wiederherzustellen? Oder? Watt? Watt, Watt, Watt. Watt. Zack. Habe ich ihn jetzt nicht. Ging das daneben? Hallo? Was soll denn das? Ich mach so wenig Damage gegen den. Das ist blöd. Volley! Hilf mal mit! Greif mal Memion unter die Arme! Deckel! Wie das rollt, das ist so süß! Aber bisher haben wir nur neue Pokémon gesehen, habt ihr das bemerkt? Was? Was? Volley! Was soll das Volley? Hä? Lotuzel? Was? Ich hab's gar nicht gesehen. Lotuzel ist einfach hier. Ey, yo, Bruder, was geht? Was macht denn Lotuzel hier, Leute? Was? Okay, jetzt haben wir das erste alte Pokémon mal gesehen. Und baut der einen Trank? Also man kann, der kann einen Trank tragen oder ist das nur so ein Item, was ich halt abnehmen soll? Kann er den Trank einfach so benutzen jetzt neuerdings? Oder wie? Keine Ahnung. Wir nehmen mal Mauzi rein. Mal gucken, was das Mauzi so kann. Los, Mauzi! Das hat keine Wirkung. Schlitzer! Ich hoffe, man macht nicht so viel Damage. Oh Gott, okay. Es ist zwar weiblich und ich finde, es passt männlich mehr, aber wir fangen es trotzdem mal ein. Warum denn auch nicht? Oh. 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 Und ich würde sagen, ich werde nur die neuen Pokémon ins Team tun, weil wenn die sich irgendwie entwickeln sollten aus irgendeinem Grund, dann sieht man ja die neuen Formen von denen und das ist mir wichtiger als die alten, weil die alten, die kennen wir ja schon alle. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb tun wir ihn nicht ins Team. Ab in die PC-Box. Zack. Tschüss. So, und jetzt weg hier. Hui. Hi, Kleiner. Was geht? Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Oh, du. Knirps Timmy fordert mich heraus. Geil. Okay, die neuen Animationen, die sind für cool. Das erste Mal höre ich das Theme. Hört sich bisher nicht schlecht an. Mhm, nicht schlecht. Ich höre gerade das Theme, deshalb bin ich so ruhig. Ich finde es nicht schlecht. Was, das hat so wenig aufgefüllt?
Ach so, ich habe auch so viel Leben, okay. oder hat das jetzt allgemein weniger als sonst? Trank hat sonst immer 20 KP. Egal. Zack. Eine Raffel, Waffel, Waffel, eine Waffel. Oh. Hohoho. Hoho. So, das Spiel soll ziemlich balanced sein. Also nicht einfach, aber auch nicht schwer. Ich hoffe, das stimmt. Damit ich auch, damit das auch nicht so einfach ist wie Let's Go. Let's Go war ultra einfach. Was? Was hat er, will er lernen? Aquawelle, ja man. Was hat hier weg? Braucht niemand. Kann zwar gerne heulen, ne, aber nicht so. Lol. Captain Fox, okay, ja, cool. Und das war's. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer mit dem Weg läuft. Der arme kleine Timmy. Timmy, macht dir nichts draus, ja? Wenn du keine Lust hast auf Kämpfe, solltest du den Blick anderer Trainer aus dem Weg gehen. Danke für den Tipp. Hi, na, wie geht's euch? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, das ist der Tutsi. Ach so, ho, ho. Ach so, ho, 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 ho. Hm, machen wir dich mal kurz down. Ah, geht nicht. Das ist Wasser, stimmt. Dann macht das nicht so viel Sinn. Dauert sonst zu lange. Nö, nö. Guten Tag, die machen wir nochmal down. Die armen Leute, die Hoppo genommen haben. Für die ist doch Loturze sehr schwer, oder nicht? Macht Aquawelle mehr Schaden? Oh ja, ja, macht es! Imitator? Wozu brauchst du Imitator, Wolli? Okay, werden wir eh noch verlernen. Ist okay. So, da oben ist ein Pokéball. Zusammen mit einem Tipp. Zwei Tränke. Tipps für Trainer! Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Yep. Okay, ich glaube, wir haben bisher alle Pokémon, die es so gibt. Das ist Loturze, ne? Ich glaube, das ist Loturze. Okay. Drei Pokémon und es gibt wieder Klippen, so wie in jedem Pokémon-Spiel. Boing. Das ist ein Trainer. Wollen wir kämpfen? Ja, let's go. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Ach, ist das so? Das sieht ganz nice aus. Göre Maya. Ein Kamehaps. Ach so, das. Kamehamehaps. Ich bin Memjon. Wollen wir Freunde sein? Na, Bro. I'm fine. Vielleicht kriegst du zurück. Ich mag aber die Animation. Ich mag es einfach. Es gibt ja auch Leute, die sagen, 100% zählt auch dazu, jeden einzelnen Kleidungsstück zu kaufen. Ist ein wenig teuer, alle zu kaufen. Ich habe das jetzt nicht vor, tatsächlich. Sorry. Aber naja. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Schwache Leistung auf jeden Fall an der Stelle. Pokémon gehören verschiedenen Typen an. Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze und Pflanze ist sehr effektiv gegen Wasser und Wasser ist sehr effektiv gegen Feuer. Wenn du ein starker Trainer werden willst, solltest du das hinter die Ohren schreiben. Ja, das stimmt schon. Schaut euch mal das Haus da hinten an, dieses Holzhaus. Kommen wir da noch hin? Das war geil. Und ich finde, die Bäume, die wir jetzt hier sehen, die sehen nicht schlecht aus. Oder? Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Bist du Timmys Bruder? Dennis. Ist das Timmys Bruder? Er sieht genauso aus wie Timmy. Sensei. Ui, das ist neu. Was ist das denn? Das sieht aus wie so eine Art... Oh Leute, jetzt sehe ich erst die Augen. Das sind die Augen. Ich dachte, das wäre so ein Muster wie bei Arbok. Aber nein, das sind die Augen. Das sieht lustig aus, das Pokémon. Yo, Aquawelle. Das ist bestimmt Typ Käfer. Oder? Egal, es ist tot. Mir egal. Lol. Ein Kleptifuchs noch. Ach komm, easy, weiß down, du. Kein Problem für den King. Oder für eine Queen, wie auch immer. Oh nein. Okay, nur ein Damage. Zack.
Wurde es gerade so zu Eis? Lol, Mauzi Level Up, cool. Was willst du erlernen? Kratzer, Jumma, Mama, warum nicht? Hat zwar schon Schlitzer, aber warum nicht? Was ist eigentlich besser, Schlitzer oder Kratzer? Egal. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Uff. 420. Money. Ey, Amma, was ist los? Ey, Dennis, ne, wenn du eine Lebenszeit brauchst, egal wie schwach du bist, du wirst stärker. Was? Meine Pokémon müssen noch viel stärker werden. Da hilft nur fleißig kämpfen, damit sie möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. Jojo. Wie so ein Battlefield. Oh, guck dich das an. Ein Volti. Ein Voldi. Ups. Ein Voldi. Das wollen wir doch mal fangen. Kommt nicht ins Team, Leute. Aber ich werde es trotzdem mal fangen. Warum nicht? Und ich habe gesehen, es gibt anscheinend einen Kampf gleich. Oder so. Macht mal ein wenig viel Schaden, du. Das ist nicht so geil. Er ist bestimmt Elektro. Ich versuch mal, wie macht das trotzdem Schaden? Ja, macht trotzdem sehr viel Schaden. Oh mein Gott. Nein, das war zu viel. Ich dachte, das macht nicht so viel, weil der Elektro ist. No. Kommt das nochmal? Hier glitzert es. Hier glitzert es. Hä? Sprüht also Schutz. Hier war einfach so ein Glitzer-Item. So ein unsichtbares. Cool. Jetzt müssen wir warten, bis wir so ein Voldi spawnt. Oder ich fang's offscreen. Was meint ihr, Leute? Ja, die Folge ist nicht so lang. Komm, machen wir das offscreen. Gucken wir noch, was hier ist. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sehen kann, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Hä? Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Volli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Maike sein. Meine Enkelin Sanya hat deinen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Maike, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium schon seit einer langen Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Delian. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Das wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du davon nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion? Hopp und Maike sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainer geworden. Sie sind einfach noch unerfahren und unreif. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Gala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mit einem Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Oh, coole Sache. Maike, ich warte draußen auf dich.
Und ich hoffe, ihr wartet auf die nächste Folge von Pokémon Schild. Wenn es euch gefallen hat, ein Like wäre toll. Abo, falls ihr neu seid. Glocke aktivieren, wie die Viren, die wir hier haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei einem epischen Kampf gegen Hopp. Mal wieder in Pokémon Schild. Haut rein!